Die ersten 3 Jahre Hochschulforum Digitalisierung sind zum Abschluss gekommen. Was ist passiert? Wie geht es weiter? Dazu jetzt im Gespräch mit Herrn Dr. Gaul, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz. Herzlich willkommen. Ihr Fazit nach 3 Jahren als ein Tweet. Ich würde sagen, guter Dialog, starke Annäherung, viel, viel Arbeit, aber exzellente Perspektiven. Kommen wir auf die Perspektiven zu sprechen. Sie vertreten indirekt sozusagen 94% aller Eingeschriebenen in Deutschland. Was kommt auf diese zu? Die Studierenden spielen natürlich eine zentrale Rolle, weil wir ja die Hochschulen haben für die Studierenden. Und sie sind deswegen wichtig, weil ihre Nachfrage nach digitalen Inhalten natürlich ein wesentlicher Faktor ist, aber auch ihre Mitarbeit an den neuen Konzepten. Das heißt, die Studierenden können eine treibende Kraft werden im Digitalisierungsprozess. Wir wissen allerdings, dass Präsenzfragen und Fragen des Austauschs im Moment nach wie vor einen ganz hohen Stellenwert haben. Und ich gehe davon aus, dass das auch mittelfristig so bleibt. Heißt das auch, dass die Studierenden sich in Zukunft aktiver einbringen müssen, speziell durch das Thema Digitalisierung, dass ein Eigenanteil größer wird? Es wird zumindest ein Angebot sein, dass sie sich stärker einbringen können. Und dann wird es darauf ankommen, was sie daraus machen wollen. Wie gesagt, die Hochschulen sind für die Studierenden da, sodass wir sehr genau zuhören werden, welche Interessen die Studierenden auch haben an einer Digitalisierung der Lehre. Man darf aber sicher sagen, die Qualität der Lehre wird für die Studierenden immer im Vordergrund stehen, analog oder digital. Wie ist der Schritt ins Ausland? Ist das Thema auch internationaler Austausch vorhanden? Also wir sehen ja in der weltweiten Bewegung, dass die Hochschulen ganz unterschiedlich weit in diesem Thema sind. Einige sind sehr weit und wir werden keine deutsche Diskussion führen können, ohne diesen internationalen Austausch und diesen Input auch für uns zu nutzen. Schon aus Eigeninteresse, um die Qualität dieser Angebote und die Inspiration und die Möglichkeiten, die davon ausgehen, für die deutschen Hochschulen auch fruchtbar zu machen. Haben Sie ein persönliches Highlight aus dem Prozess bisher, ein Aha-Moment? Von einem Aha-Moment würde ich nicht sprechen, weil es im Grunde Kennzeichen des Prozesses ist, dass er eigentlich nicht disruptiv verläuft, sondern man hat eine ganze Menge von Erkenntnissen verschiedener Akteure, verschiedener Hintergründe aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und die baut man eigentlich in einem kontinuierlichen Prozess zusammen, muss sie gut abwägen und hat dann aber auch eine Reihe von Tools oder Bausätzen, mit denen man umgehen kann und letztlich kommt es dann auf die Personen an, auf die Lehrenden, aber auch auf die Studierenden und schließlich natürlich auch auf die Hochschulleitungen, die die Gesamtverantwortung für den Prozess haben. Wenn wir uns vorstellen, nochmal 3 Jahre in der Zukunft, was ist dann möglich, was heute noch nicht möglich ist? Ich nehme an, Stichwort iterativer Prozess und kontinuierlicher Prozess, dass wir in 3 Jahren einfach eine größere Breite an Möglichkeiten, an Tools, an Angeboten, an verschiedenen Lehr- und Lernformen an den Hochschulen haben werden in Deutschland. Und ich glaube, dass das beitragen kann zu einer deutlichen Verbesserung der Lehre und des Studiums, der Lernprozesse, aber vielleicht auch der Identifikation und der Freude an diesen Prozessen. Wir haben, glaube ich, in dem Forum heute und in den vergangenen Jahren herausgearbeitet, dass die Qualitätsfrage der Lehre mit der Digitalisierung nicht zwingend verbunden ist, aber dass sie ein wichtiger Faktor sein kann, um die Lehre und die Qualität auch weiter zu steigern. Herr Dr. Gaul, vielen Dank für das Gespräch. Es geht natürlich weiter mit dem Digital Turn und es folgen noch Videos zum gleichen Thema. Also schauen Sie immer mal wieder in unseren Feed hier.